die mich noch nicht verstanden haben, kommt hier vorne in den Vorstadt der Viertelmeile. In wenigen Augenblicken beginnen wir hier mit einer spontanen Raketendrechsler-Show. Also, bitte findet euch hier im Vorstadt der Viertelmeile-Strecke ein. Du hast es schon mal erlebt, ne? Ja, letztes Jahr, ja. Und wie war das? Ja, das ist schon beeindruckend. Aber wirklich, ja, das ist echt gut. Leute. Ja. Wir fangen an, ne? 5 Minuten. Noch 5 Minuten. So, Freunde, wir haben jetzt noch 5 Minuten, dann beginnen wir hier mit der Raketenshow. Also findet euch hier bitte im Vorstadt ein, weil hier knallt es am meisten. Gerade wenn es so kracht, das ist ja ihr Ding. Darf ich mal eine Frage stellen? Eine. Ich habe auch nur eine. So eine Turbine schmeißt ein Flugzeug in die Luft und es bleibt dann auch. Wie fühlt man sich, wenn man sich da drauf setzt? Gut. Einfach nur gut. Ja, es ist jedes, der schon mal geflogen ist, mit einem guten Flieger, der weiß die Beschleunigung, ja, wie sich das anfühlt. Hier haben wir ja, nur 750 Kilo, was die Turbine bewegen muss. Und in so einem ja, normalen, keine Ahnung, Jumbojet sind es ja keine Ahnung, wie viele Hunderte von Tonnen. Also das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Druck einfach. Das ist einfach nur geil. Das war auf jeden Fall unglaublich geil. Ja, das war jetzt nur eine kleine Darbietung. Nein, aber wenn man nebenan steht, dann spürt man diese Kraft. Ja, aber das waren keine volle Leistung. Es war auch nur spontan, jetzt zum Feuerwerk, morgen machen wir mehr zur Nightshow. Alles klar, versprochen. Vielen Dank. Bitte.